Ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Silvio jetzt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Jetzt geht's ja weiter wieder in Scum. Und dann schauen wir einfach mal, was uns so alles in der großen Stadt noch erwartet. Noch ist ja Nacht. Ja. Wir können nochmal an der lieben Uhr hier drehen. Shop set time machen wir mal 5:00 Roms und schon haben wir für unser Video wieder natürlich ein etwas schöneres Umfeld. So. Oh, ein Schokoriegel. African Pito oder das Dörrfleisch habe ich genommen, damit hier das Protein nicht runter geht. Weil wenn das Protein zu weit runter geht, dann kriege ich Muskelschwund. Und dann kann ich immer weniger tragen. Folgedessen werde ich immer mehr zusätzlich beladen und dadurch gehen natürlich auch die Schuhe schneller kaputt. Ja, wobei wir die mal reparieren könnten. Und das sind natürlich alles so Sachen, wo ineinander reinspielen. Deswegen schaue ich da dann immer, dass das halbwegs irgendwo in einem gewissen Rahmen bleibt. Nur, dass ihr euch da eben nicht wundert. Ja, yeah, komm her, komm, Gevatter tot. So. Komm, hast bestimmt noch einen Zehner einstecken oder so. Das ist ja ein ganz armes Schweinchen gewesen. Also, 3, 4, 5. Ja, komm, hau mal rein. Lieber mal ein einfaches Schloss zu haben, als dann am Schluss keines mehr zu haben. So. Haben wir auch wieder Platz. Ist doch schick. Wenn wir jetzt noch ein Fahrzeug finden würden. Das wäre Oberhammer. Aber ich glaube, bleibt uns so ein bisschen der Schnabel trocken. Also hier könnte irgendwas auf dem Parkplatz stehen. Das habe ich schon erlebt. Aber ich glaube, da ist nicht so viel. Mal auf die Karte schauen. Hier könnte was sein. Hier könnte was sein. Da oben war, glaube ich, der Träger. Schon in, da der Trecker ist, würde ich eher nach Süden gehen. Um ein Fahrzeug zu finden. Ja.
Vielleicht am Krankenhaus vorbei. Weil im Krankenhaus habe ich auch schon Fahrzeuge gefunden. War auch ganz nice. Auch wenn es bloß ein Squad war, aber egal. Lieber schlecht gefahren wie gut gelaufen, sage ich immer. So, jetzt piept's wieder. Dass der nicht aufwacht, der Sprengzombie. Die überlebt aber auch alles. Die hat den Sprengzombie überlebt. Halleluja. Oh, das Messer will ich haben. Das Messer will ich haben. Aber seht ihr mal, wie das runtergerockt ist. Boah, boah. Das tut weh. Gürteltasche, 6%. Boah. Das tut weh. Können wir probieren, ob wir es reparieren können. Aber ich glaube, 50 Hertz. Das war's. Oh Mann, wäre so geiler Stoff gewesen hier. Naja. Dumm gelaufen ist dumm gelaufen. Aber jetzt habt ihr mal den Unterschied gesehen, wenn der Sprengzombie da drin explodiert. Wenn er draußen explodiert, ne? Irgendwo ist er.
Aber jetzt legen wir uns erstmal hin. So viel Aufregung schon wieder. Nicht mal in Ruhe shoppen kann man hier, echt? Komisches Gesindel, verpisst euch hier. Da. Lof i Ripolov. Heißt schönes Shoppen mit dem Hirsch. Also. Alter Schwede. Naja, geh mal Krankenhaus. Kann man vielleicht da noch was trinken? Ja, kann man. Also mit Obst und Gemüse könnt ihr natürlich auch schön Wasser hochhalten. Das ist auch so ein Trick, wo man machen kann. Letztes Mal schon mal bedient. Irgendwo ein Auto oder ein Fahrzeug. Da reicht auch schon ein Motorrad. Ja. Nö. Kann nämlich auch mal eins stehen. So ab und zu. Aber natürlich, wir sind hier auf dem Hardcore-Surfer, nicht auf dem Ponyhof-Surfer. Deswegen hier ist es dann auch etwas weniger mit den Autos. Ne? Logisch. Aber wenn wir jetzt nochmal schauen. Stoffwechsel. Klack. Boah, haut schon rein. Haut es auch richtig gut rein. Konstitution. Wir haben ja wieder was im Magen und haben gegessen. Das ist wieder runter. Aber wir sind noch im Plus. Ne? Also ihr seht es. 0,00731 Einheiten pro Tag. Ist nicht die Bombe, aber alles im Plus. Ne? Wir skillen da jetzt hier Stärke, Konstitution und Geschicklichkeit. Fragt mich jetzt allerdings nicht, wie man Geschicklichkeit trainiert in dem Moment, wo man voll beladen ist und läuft. Das erschließt sich mir nicht. Aber es ist halt leider so. So, dann schauen wir mal. Der muss andauernd irgendwas anderes. Echt wahr, hey. Aber einfach laufen lassen geht natürlich auch nicht. No.
Weil wenn man die Unterhose dann mal braucht zum Verbinden und sie ist schmutzig, ist natürlich auch nichts. Das hoffe ich dann, dass ich dann ins Krankenhaus überlebe, weil das sind meistens immer viele Zombies. Und viele Zombies sind auf diesem Server hier mit der Einstellung ein Riesenproblem. Steht da Sanatorium. Da lang. Noch mal ein Schild. Sanatorium. Besuchszeiten 17 bis 20 Uhr. Ach, Scheiße. Haben wir das überhaupt? Darf ich da jetzt rein? Oh. Bisschen früh. Aber es ist egal. Vielleicht kriegen wir ja, wenn wir ganz ruhig sind, Sondergenehmigung. Ja. Normal müssten wir noch 10 Stunden warten. Egal. Hier draußen wird wahrscheinlich nichts stehen. Vielleicht braucht man es. Und es gibt Aufmerksamkeit. Erstmal hinlegen. Oh, die Ausdauer immer wieder. Aber hier ist natürlich auch ein Zombie. Nein, du wolltest schon wieder ausholen, mir eine Klatsche. Ich hab's genau gesehen. Die meinen immer, ich sehe das nicht. Ne? Oh Mann. Leider, leider, leider. Keine Brumm-Brumm. Leer.
Nebenstrecke. Okay. Eigentlich schon ein schönes Ding hier, ne? Muss man schon sagen. Schade, dass man so ein Car-Repair-Kit nicht bauen kann. Das wär's noch, ne? Wenn man das bauen könnte. Mal kurz hinlegen. Null. Oh, eine Garage. Könnte ja was drin sein, was Interessantes. Ja, nix. Naja, ein paar Dollars. Einmal kurz wegschauen. Hier hätte auch noch was stehen können. Einheiten. Du mal das weg, du mal das weg. Ach komm, den Scheiß du mal weg.
Dann könnten wir das hier runterlegen. Was brauchen wir denn wirklich? Also, kriegt man doch alles rein irgendwie. Dann tun wir das parieren. Und die nehmen wir auch zur Reserve mit. Naja, haben wir doch schon mal ein bisschen was. Aber schon ein bisschen mau mau. Muss man so schon sagen. Also da sind wir ja ganz im Westen. Ja. Da gibt es auch noch mal so eine Werkstatt, falls ihr das noch nicht gewusst habt. Jetzt schauen wir mal eine Runde Fernsehen. Und in diesem Sinne, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich würde mich freuen. Bis dann zur nächsten Folge. Wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bye bye.